Archimede wird 20. Hätte ich nicht gedacht. Hab gedacht, die sind schon viel länger dabei und hauen eine Uhr raus, die mich aber komplett abgeholt hat. Ein absolutes Sahnestück. Ich bin unglaublich begeistert von der Uhr und ich bin so begeistert, dass ich sie mir habe reservieren lassen am Tag, wo ich sie zum Review bekommen habe. Und das ist, glaube ich, 2 bis 3 Wochen vor dem Release der Uhr gewesen. Also wenn ihr das Video seht, habe ich das Video, glaube ich, 2 bis 3 Wochen vorher gedreht und habe gesagt, ich möchte unbedingt eine haben. Aber warum muss ich sie überhaupt reservieren lassen? Und was hat es mit dieser Uhr auf sich? Interessiert? Dann bleib einfach dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine Jubiläumsuhr, es ist keine Stückzahl hinter der Limitierung, um ein Sondermodell mit begrenzter Verfügbarkeit. Ich glaube, das trifft es am besten. Ein Sondermodell aus der Linie, die aus meiner Sicht wie kaum eine andere für Archimede steht, und zwar die Outdoor. Ich gehe jetzt mal auf meine Kamera hier oben, dann können wir uns das Ganze gemeinsam etwas deutlicher anschauen. Ja, gehen wir mal auf die Rückseite, da sehen wir, um was es geht. Archimede 20 Jahre Pforzheim, eine Uhr aus gehärtetem Stahlgehäuse, mit einem gehärteten Stahlgehäuse, einem antireflektionsbeschichteten Saphirglas, 20 Bar Wasserdichtigkeit und made in Germany. Das sind die groben Eckdaten der Uhr. Schauen wir uns, bevor wir auf die Details eingehen, auch noch die anderen Daten der Uhr an. Von 9 zu 3 haben wir 39 mm ohne und 42 mm mit Krone. Von der 6 zur 9, was auch dem Lug-to-Lug-Maß entspricht, haben wir 43,5. Bei einer Bauhöhe von angenehm schlanken 11,2 mm. Wie gesagt, 200 Meter wasserdicht, das Saphirglas ist antireflektionsbeschichtet und angetrieben wird dieses Sondermodell zum Geburtstag von Archimede von einem ETA 2824. Das Besondere an der Uhr ist die Beschichtung. Wir haben hier eine schwarze DLC-Beschichtung in matt auf dem gehärteten Gehäuse, sodass auch kleinere Einschläge hier nicht dazu führen sollten, dass die Beschichtung abplatzt, sich ablöst oder sonst irgendwas. Und es gibt einen kleinen Kompass dazu. Das habe ich getestet. Der funktioniert sogar natürlich nicht wie ein Marschkompass mit Peilfaden und allem, was dazugehört. Aber er funktioniert. Und wie man hier sehen kann oder auch nicht, doch hier kann man sehen, es ist ein Clip. Das heißt, man kann diesen Kompass am Band hoch und runter stellen oder auch ganz abnehmen. Dieses Sondermodell wird es geben in den Farben Sand, Oliv und Schwarz. Wer andere Farben möchte, kann sich gerne an Archimede wenden, denn die Outdoor, die Standard-Outdoor, gibt es ja auch noch in ganz anderen, etwas poppigeren, etwas fröhlicheren Farben. Ich muss aber gestehen,
mit dem schwarzen Gehäuse und insbesondere auch diesem Band hier kann ich mir blau oder rot überhaupt nicht an der Uhr vorstellen. Das Olivgrün, schwarz oder Sand, finde ich, passt mit Abstand am besten. Und für mich ist diese Kombination, so wie ich sie hier zum Review bekommen habe, der absolute Kracher. Ich finde sie wirklich grandios und habe sie mir am Tag, an dem das Paket kam, reservieren lassen. Es gibt auch andere Bänder zu der Uhr. Man kann also hier, und dafür muss ich jetzt tatsächlich den Kompass mal abmachen, wie gesehen, einfach abziehen und dann ist er weg. Es gibt das Band, was wir jetzt an der Uhr hatten, auch in Schwarz. Das verleiht der Uhr ein ganz anderes Aussehen, wie ich finde, ein beinahe militärisches Aussehen. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, das Ziffernblatt wäre schwarz, hat man eine wirklich sehr dunkle, männliche, kräftige Uhr, trotz des geringen Durchmessers. In der Variante hier mit dem grünen Band und dem Olivziffernblatt, finde ich, ist diese Uhr tatsächlich die Verkörperung einer Outdoor-Uhr. Sie heißt Outdoor, sie kommt aus der Outdoor-Reihe und so finde ich sie absolut perfekt für Wanderungen, für Wald, Wies und sonst irgendwas. Nur verlieren sollte man sie im Wald nicht, denn mit der Farbgebung findet man sie im Wald mit Sicherheit nicht wieder. Ich zeige euch gerne, wie die Uhr bei mir am Arm sitzt, denn das ist natürlich nicht ganz uninteressant. Da ich schon mehrere Outdoors habe, weiß ich, wie sie sitzt, aber ihr wisst es vielleicht nicht. Ich habe übrigens aktuell meine UX Sansibar von Sinn an. Hier haben wir also mal den direkten Vergleich. 44 mm mit Lünette gegen die 39 der Outdoor. Ich habe die Outdoor in 41 mm antimagnetisch. Ich habe sie in 39 mit dem weißen Ziffernblatt. Ich finde auch den Outdoor Chrono klasse. Aber diese hier, die musste ich trotzdem haben. Habe sie bestellt. Ich finde die Uhr wirklich absolut super grandios. Und freue mich jetzt schon drauf, wenn sie kommt und ich sie tragen kann. Bevor ich euch zeige, wie sie bei Nacht funktioniert, da bin ich auch selber neugierig, weil mit den Old Radium Lume auf den Zeigern und Indizes ist es ja oft eine Frage, wie viel Leuchtmasse ist da drauf, wie hell ist sie und wie gut leuchtet es nach. Vorher zeige ich euch aber, wie die Zeiger gesetzt sind. Ich erwarte bei Uhren aus dem Hause Ikler, dass sie perfekt gesetzt sind. Das hoffe ich euch jetzt auch in diesem Test bestätigen zu können. Das Datum auf 3 Uhr ist schön dezent, gut eingepasst, stört nicht. Es ist eine schwarze Datumsscheibe, die nach meinem Dafürhalten aber ganz gut zu dem olivfarbenen Ziffernblatt passt. Ich vermisse hier keine olivfarbene Scheibe, der Farbkontrast zwischen Schwarz und Oliv ist hier so gering, dass es überhaupt nicht ins Gewicht fällt, meiner Meinung nach zumindest. So, alles auf 12 Uhr und schaut es euch an, absolut perfekt. Da gibt es aber auch mal gar nichts zu bemängeln. So soll das sein. Die Krone ist übrigens trotz der Beschichtung perfekt greifbar. Ich zeige euch das auch gerne noch mal hier etwas näher. Wunderschön eingepasst in den Kronenschutz. Sieht klasse aus. Ein sehr schöner Kronenschutz, der
nicht wie aufgesetzt wirkt, sondern wie bei allen Outdoor-Uhren schön aus dem Gehäuse heraus wächst, sich nach vorne etwas verjüngt, sodass man oberhalb und unterhalb des Kronenstutzes genug Griff auf die Krone hat, um sie auch gegebenenfalls mit Handschuhen problemlos bedienen zu können. Ja, an meinem Arm, ich zeige es nochmal, super. Mir gefällt sie einfach unglaublich gut und ihr merkt es, ich möchte sie am liebsten gar nicht vom Arm nehmen. Warum habe ich sie so schnell bestellt? Das habe ich noch nicht gesagt. Es ist ein Sondermodell. Das steht auch auf der Rückseite drauf. Archimede 20 Jahre Pforzheim. Es ist also ein Sonderboden. Und diese Uhr wird es nur geben, solange der Vorrat reicht. Es ist also keine feste Limitierung von x Stück. Aber wenn abverkauft, dann abverkauft. Und nicht nachproduziert. Das finde ich ganz geschickt gemacht. Man weiß nicht, wie viel es gibt. Man weiß aber, wenn man zu lange zögert, dann bekommt man keine mehr. Das ist einer der Gründe, warum ich sofort um eine Reservierung gebeten habe. Der Hauptgrund ist aber, dass ich sie einfach absolut grandios finde. Mancher sagt vielleicht, durch das matte Schwarz und das Grün wirkt sie ein kleines bisschen wie Kunststoff. Das mag vielleicht im Bild so aussehen. Wer sie in der Hand hatte und am Arm hatte, der wird diesen Gedanken sehr schnell wieder verwerfen. Sie fühlt sich unglaublich wertig an, hat ein angenehmes, nicht zu hohes Gewicht, begünstigt durch das sehr gut passende, sehr leichte Band. Ich finde es auch schön, dass zu dem matten Blatt und dem matten Gehäuse ein etwas schimmerndes Band gewählt ist, sodass sich hier nochmal ein sehr netter und sehr schöner und unerwarteter Kontrast zu der Uhr, dem Uhrengehäuse ergibt. Ja, also die Uhr hat mich begeistert wie wenige dieses Jahr. Auch wenn ich mir einige Uhren gekauft habe, fällt diese doch wirklich aus dem Rahmen. In mehrerer Hinsicht. Es ist ein grünes Blatt, wo ich immer gesagt habe, grün ist nicht 150%ig meine Farbe. Es ist eine schwarz beschichtete Uhr und es ist eine vergleichsweise kleine Größe mit 39 mm. Aber das ist wirklich, wie gesagt, eine Uhr, so wie ich mir eine Outdoor-Uhr, vielleicht eine Jägeruhr, auf jeden Fall eine Uhr für Wald und Wiese vorstelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.